liebe Bürgerinnen und Bürger in Schwaben und Oberbayern, Sie sind es ja gewohnt, von mir immer wieder was Aktuelles direkt aus Brüssel oder aus Straßburg zu bekommen. Heute habe ich einen Gast dabei, Professor Andreoli. Ein Professor, vom Namen her denkt man sich, der wird wohl aus Italien kommen, stimmt nicht ganz. Er ist gebürtiger Brasilianer und er bringt uns Hintergrundeindrücke mit, die manche von Ihnen vielleicht schon wissen oder ahnen, aber die, glaube ich, alle wissen sollten. Nämlich, wie schaut es denn wirklich aus auf der anderen Seite der Welt, in den Ländern, in denen für uns, für Europa, Soja angebaut wird? Sie wissen, unsere Rindviecher und Schweine, unsere Hühner werden mit Soja gefüttert. Und wo kommt das Soja her? Was macht das Soja auf der anderen Seite der Welt? Wir haben heute einen Professor direkt aus Brasilien hier. Sehr geehrter Herr Professor, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wie schaut es aus in Brasilien? Und vielleicht stellen Sie sich kurz vor, warum Sie so gut Deutsch reden. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Zunächst, ich bin Antonio Andreoli, ich komme aus Südbrasilien, deutsche, bayerische Abstammung, teilweise auch italienisch, vielleicht aus Südtirol. Ich beschäftige mich mit dem Thema Soja eigentlich seit meiner Kindheit. Ich bin auf einem Soja-Bauernhof aufgewachsen, habe später dann auch Agrartechnik studiert, ging dann in die Wissenschaft, habe meine Doktorarbeit in Deutschland geschrieben zum Thema Gensoja versus Biosoja an der Universität Osnabrück. Ging dann später noch nach Linz in Österreich und bin seitdem wieder in Brasilien, wo wir eine neue Universität aufbauen, eine staatlich-öffentliche Universität, die sich schwerpunktmäßig mit Agrarökologie beschäftigt, wo ich dann auch als Professor im Masterprogramm eingestellt bin. Agrar und Ökologie, manche glauben, das passt nicht zusammen, aber das muss zusammenpassen in der Zukunft, denn momentan sind die Verwerfungen und die Probleme riesig. Wie schauen die Sojafelder aus, von denen manche glauben in Europa, das wäre die Zukunft? Ja, zum ersten Teil würde ich gerne das betonen, was ich selbst in Bayern gelernt habe, dass jeder Bauer eigentlich ein Umweltschützer ist, weil er den Boden schützen muss. Und der Boden ist die Grundlage der Landwirtschaft. Und Landwirtschaft ist auch nicht nur Wirtschaft. Es ist auch Kultur, es ist Raum, es ist Ernährung, es ist Essen, es ist aber auch wahres Essen und nicht nur auf agrarindustrielle Landwirtschaft basiert. Wir haben das auch in Brasilien. Leider haben wir viel zu viel Soja. Es sind 113 Millionen Tonnen geerntet worden auf 33,4 Millionen Hektar. Also ich gehe schon mal davon aus, das ist viel zu viel für uns. Das ist aber auch viel zu viel für die Welt. Wir sind heute dabei, es kritisch zu sehen, weil die Ausweitung der Sojaproduktion, die ja noch weiter nach Norden geht, ja eigentlich nur dazu dient, dass man weltweit billigere Sojapreise hat. Soja ist eine wunderbare Pflanze, sie hat viel Eiweiß und dient deshalb sehr gut auch für die Tierzüchtung. Das ist aber ein Problem, wenn es in diese Exportgeschichte reinkommt, weil die Massentierhaltung ja auch davon abhängt. Das heißt, weniger Soja in Brasilien würde auch heißen, wir würden in Brasilien eine diversifiziertere Landwirtschaft durchführen können, die kleinbäuerliche Landwirtschaft unterstützen können, die für 70% unserer Nahrungsmittel zuständig sind. Also diese Kleinbauern, die leiden ja auch darunter, dass die Ausweitung der Sojaproduktion zunächst ihre Lebensgrundlage zerstört, also das Wasser wird zerstört, die Böden werden zerstört und die billigen Preise von Soja führen ja dazu, dass auch die Landkonzentration steigt. Das heißt, immer weniger Bauern können weiter davon leben. Und die Großgrundbesitzer, die eigentlich vor diesen Agrarexporten stehen, die sind ja auch verantwortlich für die ganze Umweltzerstörung, für die Umwelt, auch für die Menschenrechtsverletzungen, würde ich jetzt mal sagen. Es werden ja in Brasilien sogar ganze Gemeinden jetzt zwangsabgeräumt. Es werden indigenen Völker vernichtet. Es werden Menschen vom Land weggerissen, wo sie eigentlich über Jahrzehnte gewohnt und gelebt haben. Also und dieser Krebs der Sojafelder frisst sich momentan vom Süden in den Norden Brasiliens. Es werden Flächen immer neu abgebrannt, um sie neu dann bewirtschaften zu können. Und Sie sagen, das hat mit Menschenrechtsverletzungen auf der einen Seite, aber natürlich mit Umweltzerstörung auf der anderen Seite zu tun. Warum ist dieses extreme Maß der Konzentration in Brasilien möglich? Ja, ich würde auch noch dazu sagen, es hat auch damit zu tun, dass wir eine Regierung derzeit haben, die ja auch nicht gewählt wurde, sondern es ist eine
vielen sagen eine Übergangsregierung. Es wurde eine gewählte Regierung abgesetzt und es ist nur möglich, die Agrarpolitik so in dem Maße einzurichten, weil es eine Mehrheit im Parlament gibt. Das ist die Mehrheit der Großgrundbesitzer. Wir sagen es in Brasilien, das sind die drei Bs. Das ist die Fraktion der Großgrundbesitzer, das hat dann mit dem B von Boi zu tun, also die Ochsen, die Viehzucht, die große Viehzucht. Zweitens ist es die Fraktion der Bibel, also die sich so angeben als Pastoren, diese neopentekostalen Kirchen, die dann auch in den ärmsten Stadtvierteln den ärmsten Leuten noch 10% des Lohnes abkassieren. Die haben dann auch viele Abgeordnete im Parlament erreicht. Und das Dritte ist, würde ich jetzt mal ganz polemisch hier betonen, das ist die organisierte Kriminalität. Also wir haben diese Kombination an drei Fraktionen, die das Leben in Brasilien sehr schwer machen. Also wir haben auch ein demokratisches Problem derzeit, sodass die Agrarpolitik nicht zugunsten der Mehrheit der Menschen auch bei uns gestalten wird. Ich würde also aber auch sagen, auch nicht zugunsten der Mehrheit der anderen Länder. Also mehr Soja in Brasilien und mehr Exporten nach Europa heißt ja auch, dass es hier Strukturen vernichtet. Das ist richtig. Und jetzt haben wir als EU natürlich, wir oftmals werden wir als Gegenpart gesehen, als die Länder, die Soja importieren. Unser Fleischkonsum ist nur möglich, weil so viel Soja kommt. Wir haben jetzt endlich zu reagieren. Und ich denke mal, zwei Punkte liegen mir da ganz speziell, ganz fest auf dem Tisch. Das eine ist, dass wir endlich unsere eigene Landwirtschaft flächengebunden machen müssen. Das heißt, die Fläche muss klar machen, wie viele Tiere überhaupt Platz haben. Ein Bauer mit einer bestimmten Fläche kann nur eine bestimmte Tierzahl haben. Ist doch eigentlich logisch. Das brauchen wir dringend und es würde Brasilien helfen. Aber was Brasilien auch helfen würde, und dafür kämpfe ich jeden Tag, dass auch die Produkte, die wir importieren, zum Beispiel Soja, nur nachhaltig gepflanzt werden dürfen, nur nachhaltig produziert werden dürfen, dann könnte es nicht sein, dass es auf Kosten der Menschen, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten des Wassers, auf Kosten der Menschenrechte passiert. Das heißt, wir bräuchten dringend ein Nachhaltigkeitszertifikat für Soja und es darf nur das Soja rein, das so angebaut wird, wie wir uns Anbau vorstellen. Denn wir können doch nicht auf Kosten der anderen leben. Das müssen wir doch endlich verstanden haben. Mich würde noch interessieren, glauben Sie denn, dass Brasilien, und das hört man oftmals als Argument, Brasilien braucht diesen Soja-Transfer zu uns, um gut leben zu können, denn sie brauchen die Devisen. Ist das richtig? Es macht insgesamt 25 Milliarden US-Dollar aus, was diese Exportüberschüsse jetzt für Brasilien bedeuten. Dadurch konnte man vielleicht vor ein paar Jahren noch Lebensmittelpakete an die Bauern verschicken, die nicht mehr in der Lage waren, selbst sich zu ernähren. Das war schon schlimm genug. Jetzt werden diese sozialen Programme auch noch abgeschafft. Also wir haben überhaupt gar keine Unterstützung mehr für die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Also diese Abhängigkeit von Überschüssen im Agrarsektor oder was Rohstoffen betrifft, ist ja eine Geschichte, die wir seit 500 Jahren in Brasilien haben. Also wir exportieren das, was wenig wert ist, weil es so billig ist, weil die Umweltkosten und die sozialen Kosten externalisiert werden, die werden ja nicht einberechnet. Man muss sich mal vorstellen, wie viel Wasser wir exportieren, wie viel Böden wir zerstören, wie viele Gesundheitsprobleme wir haben, weil wir sind ja auch weltweit beim Einsatz von Pestiziden, das hat auch mit der Soja zu tun. Das heißt, wir exportieren die Rohstoffe, weil sie so billig sind, damit man auch andere Länder damit versorgen kann, die dann auf billige Preise basieren können, wie beim Fleisch, Milch und Eier. Und ich bin ja hier, um zu sagen, diese Exporte wenigstens zu verringern, ich würde ja sagen, zu reduzieren, vielleicht sollte man gar keine Soja mehr aus Brasilien importieren, solange es mit Menschenrechtsverletzungen und mit Umweltzerstörung zu tun hat. Ich bin ja hier auch, um zu sagen, dass es den deutschen Bauern, dass es den europäischen Bauern helfen kann, wenn wir hier auf kleinbäuerliche, strukturierte Landwirtschaft Politik machen. Weil, wie ich es so schön in Bayern gelernt habe, alles irgendwie zusammenhängt. Ein Brasilianer, jemand, der Landwirtschaft und Ökologie studiert hat, ein Brasilianer, der dort geboren ist, sagt ganz klar, mit einer ganz klaren Ansage an uns Europäer, hey, der Soja-Export aus brasilianischer Sicht hilft uns nicht. Er zerstört unsere kleinen Strukturen, er zerstört unsere Bauern, unsere Böden, unser Wasser. Wir müssen endlich aufhören, von deutscher Sicht oder von europäischer Sicht immer zu glauben, jede Art von Handel wäre gut. Ich glaube, Handel
ist insgesamt sicher nicht schlecht, aber wir müssen dahinter blicken. Was bleibt auf der anderen Seite der Erde übrig? Wie leben die Menschen dort? Wie leben wir? Und gibt es einen insgesamten Mehrwert? Sie sind unterwegs in Berlin, in Bonn, in Brüssel. Sie sind unterwegs, aber auch in München, habe ich gehört, und so weiter. Und versuchen, die Situation der brasilianischen Bevölkerung in Sachen Sojaanbau deutlich zu machen. Und Sie haben einen sehr, sehr prominenten Gegenspieler. Das ist nämlich der Landwirtschaftsminister. Der Landwirtschaftsminister von Brasilien ist auch unterwegs. Und der Landwirtschaftsminister erzählt die Story ganz anders. Der Landwirtschaftsminister erzählt die Story ganz klar, es ist ein Erfolgsmodell. Doch ich glaube, es ist für Sie als Zuschauer in Bayern, in Oberbayern und in Schwaben wichtig zu wissen, der Landwirtschaftsminister in Brasilien ist der größte Großgrundbesitzer in Brasilien und der größte Sojaerzeuger. Und hier deckt sich die Eigeninteressen eines Menschen mit der politischen Macht. Diese Eigeninteressen und die politische Macht in einer Hand ist sehr gefährlich. Danke, dass Sie unterwegs sind. Danke, dass Sie uns aufgeklärt haben. Danke auch für das Gespräch heute Vormittag. Und ich wünsche Ihnen noch ein gutes Wirken. Menschen wie Sie sind unterwegs, um die Welt jeden Tag ein kleines Stückchen besser zu machen. Wir sagen Danke aus Schwaben und aus Oberbayern. Ihre Maria Neuchl.